Meine Leidenschaft ist das Verständnis von Krankheitsmechanismen. Ich möchte unbedingt wissen, wie Krebs entsteht. Das ist nicht nur dafür wichtig, unserer Gesellschaft Wissen zu vermitteln, sondern auch, um Krebs zu verstehen, zu verhindern und schließlich zu heilen. Mein Name ist Christian Fretzer und unser Labor arbeitet daran, zu verstehen, welche Rolle ein gestörter Stoffwechsel bei Krebs und altersbedingten Erkrankungen spielt. An der Universität Cambridge ist Christian Fretzer zu neuen Erkenntnissen über das Verhalten von Krebszellen gelangt. Gemeinsam mit seinem Team, dem Fraser Lab, hat er untersucht, wie Krebszellen mit Nährstoffen umgehen. Krebszellen sind hungrig und wachsen rasch, viel schneller als gesunde Körperzellen. Ein deregulierter Stoffwechsel ist dabei Merkmal aller Krebszellen. Wir haben festgestellt, dass die Merkmale von Krebs nicht statisch sind, sondern sich verändern, wenn der Tumor wächst. Das liegt daran, dass mit dem Wachstum des Tumors einige Nährstoffe knapp werden. Die Krebszellen müssen sich also sehr schnell anpassen, um zu überleben. Wenn Nährstoffe auf der Zellebene verwertet werden, laufen tausende Prozesse gleichzeitig ab. Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße werden in parallel laufenden Schritten zerlegt und verarbeitet. Energie wird frei. In gesunden Zellen folgt dies einem festen Ablauf. In Krebszellen ist dieser Stoffwechsel gestört. Er läuft schneller ab. Nährstoffe nehmen andere Abzweigungen. Es entstehen andere Nebenprodukte. Solche Stoffwechselprozesse ähneln einem Wasserstrom in einem Fluss. Die Nährstoffe fließen den Strom entlang. Dabei wird Energie freigesetzt. Vermeintliche Hindernisse im biochemischen Ablauf sind für die Krebszelle kein Problem. Sie reagiert darauf, weicht aus. Wenn in den Krebszellen einige dieser Engpässe erreicht werden, handelt die Krebszelle sehr schlau. Sie kann den Engpass überwinden, indem sie alternative Energiequellen nutzt oder auch die Nährstoffe selbst anders verwendet. Christian Fretzer und sein Team haben besonders die Rolle von Aminosäuren bei Nierenkrebs erforscht. Diese Arbeiten haben dem Fraser Lab weltweite Aufmerksamkeit eingebracht. Ein Erfolg, auf den Fretzer mit seinem Team aufbauen will. Mit dem Wechsel nach Deutschland und dem Antritt der Humboldt-Professur am Exzellenzcluster CCAT an der Universität zu Köln. Hier am CCAT haben wir eine fantastische Gruppe von Wissenschaftlern, die sich alle sehr gut mit der Biologie der Mitochondrien auskennen. Ich möchte eine sehr starke Verbindung zu dieser Gemeinschaft von Experten aufbauen. Zunächst, um unser Wissen über Mitochondrien zu erweitern und auch um besser zu verstehen, wie die Funktion der Mitochondrien bei Krebs gestört ist. An welchen Stellen Krebszellen mit Nährstoffen anders umgehen, macht Fretzer mit der Methode der Metabolomik sichtbar. Er erfasst damit die gestörten Stoffwechselprozesse. Die einzigartige Kombination aus Laboranalyse und Auswertung umfangreicher Datensätze hat Christian Fretzer in seinem Feld weltweit bekannt gemacht. Wir haben die Dysregulation des Stoffwechsels mit Krebs in Verbindung gebracht über die Anhäufung dieser kleinen Moleküle, die wir jetzt Onkometaboliten nennen. Dies eröffnet meiner Meinung nach eine neue Perspektive auf diesem Gebiet. Denn wir wissen jetzt, dass nicht nur mutierte Gene Krebs verursachen können. Wir wissen auch, dass die Anhäufung von Metaboliten, die ein Produkt des Stoffwechsels sind, den Phänotyp und das Verhalten der Zelle tatsächlich verändern kann. Ich halte dies für ein sehr wichtiges Konzept, das jetzt nicht nur auf Krebs angewendet wird, sondern auf eine Reihe von Krankheiten und Prozessen in den Zellen. Am CCAT leitet Christian Fretzer das neu gegründete Institute for Metabolomics, Aging and Cancer. Neue Forschungsfelder. Aber sein Erfolgsrezept behält er bei. Das Labor ist immer mehr als die Summe der Individuen. Ich denke, wir versuchen hier wirklich Synergien und etwas Einzigartiges zu erschaffen. Es wird Sie überraschen, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen Probleme aus einem anderen Blickwinkel betrachten, aus einer anderen Perspektive. Das ist äußerst wichtig und deshalb unterstütze ich auch ein internationales und multikulturelles Labor. Mit seiner Frau Alexandra ist Christian Fretzer nach Köln gekommen. Für neue Perspektiven, für neue Erkenntnisse und Erfolge im wichtigen Kampf gegen Krebs.